Die Zahlen des Fibonacci, Fn, mit n natürlicher Zahl, sind definiert durch F0 ist 0, F1 ist 1 und Fn ist gleich zu Fn minus 1 plus Fn minus 2, wenn n größer gleich 2 ist. Frage: Zeige, dass die Summe der n ersten Zahlen des Fibonacci mit ungeradem Indiz angegeben wird durch diese Formel, die gültig ist für alle natürlichen Zahlen n größer gleich 1. Die zwei ersten Glieder der Fibonacci-Folge sind also 0 und 1. Diese Formel besagt, dass jedes Glied der Folge gleich ist zur Summe der zwei vorigen, also f2, das ist 0 plus 1. 0 plus 1 ist 1. Dieses Glied der Folge ist gleich zur Summe der zwei vorigen, also 1 plus 1 macht 2. 1 plus 2 macht 3, 2 plus 3 macht 5 und immer so weiter. Wir möchten beweisen, dass für diese Zahlenfolge des Fibonacci diese Formel gültig ist. Und da das eine Formel bezüglich natürlicher Zahlen ist, dürfen wir das beweisen per vollständiger Induktion. Also schauen wir zuerst, wie es aussieht, wenn n gleich 1 ist. Der linke Term der Gleichheit reduziert sich dann auf f1. Und der rechte Term der Gleichheit ist dann f2 mal 1, also f2. Das heißt, im Fall n gleich 1 ergibt diese Formel f1 gleich f2. Und das stimmt auch, f1 ist gleich zu f2. Also für n gleich 1 ist die Formel okay. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel okay ist für eine beliebige natürliche Zahl k, die größer gleich 1 ist. Also nehmen wir an, dass diese Formel stimmt. Und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass die Formel ebenfalls stimmt für n gleich k plus 1. Also werden wir beweisen, dass diese Summe gleich ist zu f2 mal k plus 1. Diese Summe zerlegen wir in diesem Teil der Summe, denn dieser Teil ergibt durch die Induktionshypothese f2k und dann hängen wir diesen Teil noch hinten dran. So, 2 minus 1, das macht 1, also erhalten wir diese Summe und hier steht ein Glied der Fibonacci-Folge plus das darauffolgende. Das ergibt das darauf folgende, das heißt das Glied f2k plus 1 plus 1, also f2k plus 2. Hier brauchen wir jetzt nur noch eine 2 auszuklammern und somit ist diese Formel bewiesen.